Die Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, ebenso wie die Pressefreiheit. Wer sich auf diese Rechte beruft, muss auch diejenigen respektieren, die sie repräsentieren und schützen. Wir lassen nicht zu, dass Vertreterinnen und Vertreter der Medien, Amtsträger, Amtsträgerinnen, Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, dass die Einsatzkräfte von Polizei und Ordnungsdienst von Anti-Corona-Demonstranten bedrängt werden, weder auf einer Veranstaltung noch im Vorfeld noch im Nachgang. Demokratiefeindlichkeit hat nichts zu tun mit Meinungsfreiheit. Menschenverachtung hat nichts zu tun mit Meinungsfreiheit. Gewalt und die Androhung von Gewalt hat nichts zu tun mit Meinungsfreiheit. Ein Nein zum Rechtsstaat hat nichts zu tun mit Meinungsfreiheit. Respekt.